willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spiel mal wieder Brettspieltests. Heute gucken wir uns Tier auf Tier an, ein wahrer Kinderspielklassiker von Haber. Ja, für die Kleinsten auf der Packung steht ab 4, dazu sage ich später aber noch was, für 2 bis 4 Spieler. Es gibt verschiedenste Varianten, es gibt eine Duellversion mittlerweile für nur 2 Spieler, es gibt Varianten, wo sich auch noch Drehelemente mit bei befinden und ganz viele andere. Das hier ist wirklich das Grundspiel Tier auf Tier. Wenn du bei deinem Spieleladen oder Online-Shop deines Vertrauens guckst, wirst du ganz viele Varianten finden, wovon die meisten ähnlich funktionieren. Hier ist das so, es gibt ganz viele Tiere. Jeder Spieler, der mitspielt, bekommt von jedem Tier eines. Ich guck mal, habe ich noch was vergessen? Igel habe ich, Tukan, Schaf, ich glaube, ach, der Affe fehlt mir noch. So, dann schiebe ich den Rest mal rüber, Pinguin auch noch. Schiebe ich den Rest mal an die Seite. Es gibt hier so ein, ich nenne es mal Startkrokodil. Alles übrigens natürlich aus gutem Holz, wie man es von Haber kennt. Und einen Würfel. Und man ist dann reihum dran, man spielt gegeneinander. Ein Spieler startet und würfelt den Würfel. Hier drauf gibt es eine normale 1, eine normale 2. Oder ich glaube sogar beides gibt es. Ja. 2 Einsen, eine 2 gibt es, dann gibt es ein Krokodilsymbol, eine Hand und eine Sprechblase. So, was bei rauskommen kann, wenn ich die 1 würfle, muss ich ganz simpel eins meiner Tiere auf das Krokodil packen. Dann ist der nächste Spieler dran und würfelt, wenn er dann die 2 würfelt, dann muss er 2 Tiere aufs Krokodil packen. Logischerweise ohne, dass es runterfällt. Das ist der Witz an der Sache. Deswegen heißt es auch Tier auf Tier. So, dann gucken wir uns die Sonderteile an. Wenn man das Krokodil würfelt, dann darf man, das brauchen wir später auch, weitere Teile so platzieren, dass sie müssen dann nur das Krokodil berühren. Entweder am Schwanz oder vorne an der Schnauze. Müssen also nicht immer nur oben drauf gepackt werden. Dann gibt es noch die Hand. Hand bedeutet, dass man sich eins seiner Tiere aussuchen kann, ja, weiß ich nicht, zum Beispiel das Schaf, sage ich mal. Und das gebe ich dann einem meiner Gegenspieler und der muss das dann platzieren. Das ist also ganz gut für mich, so kann ich diese schweren Teile vielleicht loswerden und der müsste es jetzt sofort platzieren. Und dann, ein bisschen andersrum, ist es dann so, wenn ich das Fragezeichen werfe, dass dann meine Gegenspieler aussuchen können, was ich von meinen Tieren jetzt platzieren muss. Zum Beispiel jetzt musst du den Affen platzieren. Ja, und dann wird es hier eng, glaube ich. Ich gucke mal, ob ich es noch hinkriege. Ah ja, geht noch. Und das kann dann eine ganz schöne Pyramide ergeben. Jetzt habe ich, glaube ich, alle Symbole durch und jetzt kennst du schon fast das komplette Spiel. Jetzt kann natürlich noch passieren, dass Tiere runterfallen. Es kann natürlich sein, dass jetzt kein Spieler dran beteiligt ist, oder der Tisch gewackelt hat oder so, dann würde man die Teile einfach rausnehmen in die Schachtel. Es kann sein, dass ich jetzt, weiß ich nicht, ungeschickt war und das passiert, dann nehme ich die bis zu 2 Tiere, wenn es 2 Tiere sind, 1 oder 2, dann nehme ich die einfach wieder zu mir in meinen Vorrat, die muss ich dann in Zukunft platzieren. Sollte jetzt die ganze Pyramide einkrachen, dann muss ich davon auch 2 Teile nehmen. Ich glaube sogar, die 2 darf ich mir aussuchen, ein kleines taktisches Element hier. Und alle anderen kommen dann in die Schachtel zurück. Das heißt, mit der Zeit werden es immer weniger Tiere und ein Spielende ist, sage ich mal, absehbar. Dauert wirklich nicht lange. Bei uns sind es meistens sogar nur 5 Minuten. Ja, das Spiel endet dann. Ich glaube, das ist logisch, wenn ein Spieler all seine Tiere losgeworden ist. Entweder weil sie alle jetzt direkt auf der Pyramide sind oder weil man nach der Zeit schon ein paar der Tiere immer dann in die Schachtel packen musste und jetzt die 2, 3, 4, die noch übrig sind, die platziert hat. Das war's schon, Tier auf Tier. Die Bewertung. Ja, es hat definitiv schon einige Jahre auf dem Buckel. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wann die erste Version rauskam. Das Holzmaterial, die Tiere sind wie immer habertypisch, tolle Qualität, schön dick. Also da gibt es nichts zu meckern. Die Anleitung ist gut, sage ich mal, nicht unbedingt herausragend. Hier gebe ich insgesamt 8 von 10 Punkten. Die Idee, ich muss gestehen, dadurch, dass ich nicht genau weiß, wann es rauskam, weiß ich nicht, wer da was kopiert hat. Natürlich kennt man das häufiger, Dinge aufeinander stapeln und hoffen, dass sie nicht runterfallen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht von diesem Spiel erfunden worden, zumindest vermute ich das mal. Der Ablauf funktioniert aber einwandfrei. Gut ist auch dieses Element, dass mit der Zeit dann auch Tiere rauskommen. Das heißt, auch wenn sehr kleine Kinder dabei sind, wo es häufiger auch nochmal umfällt, dass es nicht sich ewig hinzieht, sondern dass man auch den Fortschritt, sage ich mal, sieht. Ja, gebe hier 7 Punkte von 10.
Der Langzeitspielspaß, ja gut, es ist ein kleines, kurzes Kinderspiel. Wie es bei Kindern so ist, spielen sie gerne zwei, dreimal hintereinander und gerne auch jeden Tag. Also ich glaube, da muss man auch aus der Kinderperspektive, nicht aus der Erwachsenenperspektive gucken. Da ist es natürlich nicht jahrelang spannend. Aber Zielgruppe Kinder, aus Kinderaugen geguckt, ist das eine echt gute Note, sodass ich auch insgesamt zu einer knappen 8 hier komme. Ein Kinderspiel, das finde ich in jedem Haushalt mit Kindern vorhanden sein sollte. Ich glaube auch, es ist neben ja, so Lotti Karotti und Obstgarten eins der berühmtesten und bekanntesten Spiele. Falls du noch nie davon gehört hast, eine absolute Empfehlung, und zwar gerade für diese Feinmotorik, Auge-Hand-Koordination ist das, glaube ich, echt sinnvoll. Selbst für Erwachsene, die können da auch noch einiges üben und lernen. Und auf der Packung steht ab 4 Jahre, unsere Tochter ist jetzt 2,5, spielt damit schon einige Monate. Also ich denke, ab 2 kann man auf jeden Fall mit den Teilen spielen. Man kann ja auch erstmal das Krokodil weglassen und einfach als Ziel, dass man die anderen Tiere aufeinander legt und kann es auch erstmal so querlegen für die ganz Kleinsten und nur die Erwachsenen müssen irgendwie Hochkant machen. Also allein schon mit den Teilen zu spielen, sich die anzugucken, die Tiere zu lernen, da haben wirklich schon die Kleinsten ihren Spaß dran. Und wenn man dann mit der Zeit nach einem halben Jahr, nach einem Jahr vielleicht dann die echten Regeln spielen kann, dann ist die Freude umso mehr, dass man langfristig was von dem Spiel hat. Also als Kinderspiel absolute Empfehlung für Tier auf Tier. Ich verlinke hier noch andere Kinderspiele, die ich rezensiert habe. Schau dir gerne an. Wenn dir meine Videos gefallen, freue ich mich über einen Daumen hoch oder kommentiere auch gerne. Vielleicht hast du noch Vorschläge, was man sonst so mit dem Material machen kann. Und ja, dann sage ich ciao und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.